Hallo Leute, willkommen zurück bei Wing Commander 4, der Preis der Freiheit. Wir sind ins Tieressystem gesprungen und jetzt steht unsere nächste Mission an. Ah, Colonel. Ich wünschte, ich könnte mehr Vertrauen in die Daten von der Aufklärung haben. Wir konnten in das Territorium der Grenzwelten eindringen. Im Tiersystem wird eine Geisel festgehalten, die sehr wichtig ist. Wir müssen eine Befreiungsaktion starten. Zuerst muss der Aufenthaltsort der Geisel rausgefunden werden. Erst dann können wir einen Plan fassen. Deshalb brauche ich sie. Laut unserer Aufklärung ist die Geisel in diesem Komplex auf Tier 7. Aber wir benötigen noch mehr Informationen. Unsere Jäger wurden mit neuen Lasern ausgerüstet. Damit kann man exzellente Fotos machen. Fliegen Sie so nah ran, wie Sie können. Und schießen Sie möglichst viele Bilder. Und werfen Sie einen Blick auf die Karte und in das Infomaterial, damit Sie über die technischen Details Bescheid wissen. Muss ich mit Widerstand rechnen? Naja, ich kann mir nicht vorstellen, dass Spione mit Kameras dort gern gesehen sind. Seien Sie vorsichtig, wir sind an Fotos und nicht an toten Helden interessiert. Haben Sie verstanden? Natürlich, Sir. Gut. Ach, jetzt werden wir auch noch zum Reporter hier. Wir müssen Bilder schießen, okay. Gut, er hat ja gesagt, ich soll mich hier irgendwo einarbeiten, aber, nee, Schiffskonfiguration. Oh, da kann ich, aha, nächstes Schiff. Oh, das habe ich ja, da habe ich ja viel Auswahl, die Hellcat. Na gut, dann gehen wir wieder zurück. Ich dachte, vielleicht gibt es jetzt hier irgendwelches Infomaterial, das ich anschauen kann. Nee, dann gehen wir mal zum Flugdeck und ich denke, das ist die Hellcat, ne? Fliegen Sie jeden Wegpunkt an und machen Sie Aufklärungsfotos von jedem Gebäudekomplex am Stützpunkt. Mit H können Sie die Laserkamera auswählen. Machen Sie 10 Aufnahmen pro Komplex. Drücken, Taste drücken. Okay, mit H. Ja, schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Das sind jetzt mal ganz neue Arten, neuartige Missionen. Das ist zum einen das eine da vorhin, wo ich einfach hingeflogen bin und dann war da nur, also da war dann nichts, da war praktisch nur Geschichte, was ich ja sehr schön finde. Und jetzt muss ich hier mit Harvey Kamera Fotos machen. Oh. Bin ich eigentlich alleine oder habe ich einen Flügelmann? Ich bin alleine, oh no. Ein Benji. Das klingt nicht gut. Ich werde euch rösten. Okay, du würdest mich rösten. Jetzt bin ich mal mit Rösten dran, okay? Wechseln wir uns ab. Hallo Benji. Ich bin der Chefröster. Ich werde euch rösten. Das glaube ich nicht, Benji. So. Damage, kein Schaden. Das sieht doch gut aus. Oh. Die Musik macht hier gleich einen Hüpfer, so wie bei einer Schallplatte. Auch vorhin in der Sequenz mit dem Eisen waren zwei Audio-Problemchen drin. Ich weiß nicht, ob die bei euch auch so waren. Okay, das ist wohl die Eintrittssequenz in die Atmosphäre. So, jetzt muss ich... Okay. Partikelkanone. KSR. Wow, das klingt aber komisch. Und was, wie kann ich jetzt Bilder schießen? Okay. Ich mach mal, nehm mal die Karte, Moment. Okay, Erkundungsaufnahmen.
Okay. Hoffe ich. Also ich fliege jetzt mal dem Weißen Kreuz hinterher. Gib mal noch ein bisschen Gas. In der Hoffnung, dass das so stimmt. Also stand dran, mit H kann ich die... Also ich nehme an, das ist die Kamera. Cam LSR. Okay, dann... Aha, Moment. Okay, ich kann gar nicht feuern. Kann ich... Boost kann ich auch nicht machen. Ich bin hier etwas eingeschränkt. Ne, jetzt. Ein bisschen nach oben. So. Ja, aber der steuert mich ja nach oben. So, wieder zurückdrehen. Ja, dann gebe ich mal ein bisschen Gas. Auf jeden Fall, der Grund ist jetzt schöner gemacht als in Wing Commander 3. Da sieht man jetzt auch ein bisschen Gras oder Wälder oder sowas. So. Okay, was ist denn? Ach, ich kann ja Auto machen, ach, und keiner von euch sagt was. Okay. Ground Turret. Kann ich da nicht erleben? Na, wahrscheinlich nicht. Nicht so einfach, wie ich dachte zumindest. Vindicator Ace. Aha, ein Vindicator Ass. Stirb, du Dreckknack! Oh, warum denn so unfreundlich? Ich will doch nur ein paar Fotos machen. Ah, aber du lässt mich wahrscheinlich nicht. Ich denke, die werde ich schon erledigen müssen, wenn ich in Ruhe Fotos machen will. Da werde ich nicht drum rumkommen. Ich bin wohl angelockt, sehe ich da links oben. Boah, ist das heftig. Ich flieg mal weiter nach oben. So. Maximale Höhe. Wo seid ihr, Leute? Ah. Oh, immer wenn er auf den Boden zufliegt, dann wird es ganz schön ruckelig. Und meine Schilde gehen jetzt auch nicht so gut. Okay, den einen hätte ich erledigt. Dieser Alarm gefällt mir gar nicht. Ja, wo ist denn der nächste? Ah. Boah, der lacht aber fies. Boah. Bitte nach oben. Okay, du Sack. Oh, das geht ja gar nicht. Die Konföderation verlor heute ihren größten Helden. Ja, ist ja gut. Einsatz wiederholen natürlich. Ja, also das...
Die Geschwindigkeit, die lässt zu wünschen übrig, wenn man hier mit wenn man hier in Erdnähe fliegt, das ruckelt schon sehr stark. Auch hier zum Beispiel beim Starten. Schauen wir mal, versuchen wir es nochmal. Unser Banshee-Freund. Okay, da ist die Landesequenz wieder. Ist eben übrigens sehr schön. Also die finde ich sehr gut gemacht. Wie schon gesagt, in Erdnähe kämpfen. Nee, der interessiert mich jetzt mal als erstes nicht. Das ist zwar super, aber selber Drecksack. Oh, meine Panzer schaut nicht so gut aus. Ah, okay, jetzt habe ich den erledigt. So, und jetzt Ground Complex. Jetzt muss ich da irgendwie Bilder machen. Was ist denn das Gelbe da oben? Ach, das war eine Rakete. Okay. Okay, jetzt muss ich irgendwas mit H machen, hieß es. Muss ich das jetzt dann abschießen, oder? Wo ist denn der Ground Complex? Hallo, Ground Complex. Wo bist du? Stopp. War das jetzt gut? Ich meine, die haben ja gesagt, ich soll 10 Bilder machen. Okay. Also keine Ahnung, Leute. Wenn ich jetzt nochmal schieße, ist dann meine letzte Rakete. Ja, keine Raketen. Ich weiß jetzt nicht, ob das gut war, Leute, oder nicht. Ich flieg mal weiter. Das war wohl nicht gut.
super. Okay. Das sieht ja übel aus. Oh, ich hätte vielleicht mal weiterfliegen sollen, ne? Statt... Das Problem ist hier wirklich ein bisschen, ich habe keine Ahnung, was ich da eigentlich machen soll. Okay, ich glaube, den habe ich erledigt. Auf meinem Radar sieht man nichts mehr. So, halt mal an. Wieder so ein... Ja, was mache ich jetzt mit dir? Eigentlich kann ich mit H. Aha. Aufgabe erfüllt. Weiter zum nächsten Wegpunkt. Ach so, okay. Ja. Da habe ich jetzt natürlich das Problem. Base Complex. Nochmal. Planetary Exit. Base Complex. Okay. Dann fliegen wir mal zu dem zurück. Ich hoffe, dass er mich da zurückbringt. Ja, schaut gut aus. Okay. Etwas verschwommen, die Bilder. Aufgabe erfüllt. Weiter zum nächsten Wegpunkt. Okay. So, mal schauen, wie viele Komplexe es insgesamt sind. Da waren ja noch einige. Ich weiß nicht, ob ich das in meinem jetzigen Zustand alles so schaffe. Aber... Ja. Ach, nein. Ja. Geht mal weiter. Aber ich sehe ja auch gar nicht mehr, wo ich hinschieße. Oh, mir geht's nicht gut. Okay, da oben ist einer. Ja, das fürchte ich auch, weil ich nämlich nicht mehr so richtig fit bin. Boah, ist das in der Nähe von diesem Boden hier übel. Ich habe keine Raketen mehr. Boah, ist das... Tja, Leute. Ja. Wenn ich nur gewinnen könnte. Aha. Okay, Leute. Ich würde sagen, den nächsten Versuch, den starten wir dann in der nächsten Folge. In der Hoffnung, dass es dann ein bisschen besser läuft. Also, bis dann. Ciao.